ja gesagt, ich mache Fragen- und Antwortenrunde. Deswegen habe ich mich jetzt auch hier so platziert. Hier ist der Laptop, damit ich auch alles sehen kann. Wollte mal anfangen. Guten Morgen, Petra. Hallo, hallo. Wirklich mal anfangen, so ein paar offene Sachen, Gedanken. Es sind ja nur Gedanken. Ein paar offene Gedanken von euch. Ein paar offene Gedanken für euch, vielleicht noch göttlich zu verwursteln. Die göttliche Ansicht drüber zu legen, drüber zu streamen und zu sagen, das ist denn die göttliche Ansicht von der Perspektive, die uns vielleicht gerade im Moment noch belastet. Da einfach ja wie so diesen göttlichen Filter drüber laufen zu lassen und die Wahrheit erscheinen zu lassen. Genau, und die Göttlichkeit erscheinen zu lassen, hinter der Tatsache oder hinter der Frage. Ja, wir haben ja immer eine Frage, wir sehen vor lauter Frage die Lösung nicht. Und wenn wir dann so diesen göttlichen Filter, eine göttliche Perspektive drüber laufen lassen, tschick, öffnet sich das Türchen und wir erkennen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist natürlich gleichzeitig die Lösung. Ja, es ist so, so viel Wunderbares möglich, wenn wir uns diese Klarheit verschaffen. Und die Maria hat es heute so schön ausgedrückt in ihrem Video in der anderen Gruppe. Divine Creation Circle mit Cup Sessions. Wir hatten ja gestern wieder unsere Cup Session. Es war wirklich wie eine Liebeserklärung des Göttlichen, hat sich das angefühlt, schönerweise für alle. Und die Maria hat dann heute Morgen noch ein Video gemacht, wo sie einfach über ihre Divine Reise, ihre Divine Journey gesprochen hat. Und genau das ist es wirklich. Das ist unsere Reise zu unserem wahren göttlichen Selbst. Ja. Viele nennen es auch das höhere Selbst, aber für mich ist es immer so wichtig anzuerkennen, dass dieses Selbst eine Ursache ist von uns, dass das unser ureigenes Sein ist und eigentlich nicht personifiziert, guten Morgen, Claudia, sondern das ist tatsächlich so wie in dieser Wave, die ich euch geschickt habe, darum geht, dass es ein Raum des Seins ist, in dem wir sind und den wir eröffnen. Und in dem wir lernen, dass wir der Raum des Seins sind und uns die Erlaubnis geben, diesen großen Raum des göttlichen Seins für unser Leben und alles, was unser Leben inkludiert, also alle Personen, alle Vorstellungen, alle Lebensbereiche, in diesen göttlichen Raum einladen. Und dass dieser göttliche Raum erfüllt ist von allen Möglichkeiten, von allen Perspektiven, muss dieser göttliche Raum von der Frequenz des Göttlichen erfüllt sein. Und diese Erfüllung kommt da rein, indem wir unser Herz bedingungslos groß und weit öffnen, um nachher diesen Raum zu erheben in der Frequenz, dass alles, was wir durch unsere Vorstellungskraft in diesen Raum inkludieren, die Erlaubnis bekommt, mit dieser göttlichen Frequenz in Einklang zu gehen. Und je mehr und mehr wir das praktizieren und diesen Raum erfüllen, desto stärker ist die Frequenz und desto stärker wirkt der Magnetismus, die Anziehungskraft und alles, was in diesem Raum inkludiert ist, erhebt sich zu seinem wahren Sein, zu seiner wahren Frequenz, zu seiner Wahrheit. Und diese Wahrheit zeigt sich nachher im Umkehrschluss in unserem Leben draußen, in unseren Beziehungen, in unseren Interaktionen, in unserem Wirken, in dem, was wir bewirken auf dieser Welt, egal in welchem Bereich, sei es Familie, sei es Gesundheit oder sei es eben Beziehung und Job. Das sind eigentlich grundsätzlich die Hauptbereiche, die uns interessieren. Ja, und jetzt wollte ich mal fragen, ob es da noch irgendwas gibt, was euch bewegt,
was euch jetzt noch Sorgen bereitet in diesem Moment, was wir hier gemeinsam in diesem Raum, der jetzt gerade geschaffen wurde, dem göttlichen Raum der Lösung, mal kurz anschauen dürfen, gemeinsam, weil so schön es wäre, eure Sorgen, eure Probleme, eure Ängste, euer Schmerz gehört nicht euch alleine. Das könnt ihr euch ganz, ganz schnell abschminken. Es ist alles kollektiver Schmerz. Und das Schöne ist, alles kollektive Sorge, es ist alles kollektiv. Und wenn wir es für uns in unserem Raum, in unserer Welt heilen, das heißt in Balance, in Wahrheit, in die göttliche Ordnung bringen, in die göttliche Perspektive bringen, dann heilen wir es für alle anderen mit. Und das Wichtige ist halt, dass wir diese Heilung, die wir für uns erkennen und erfahren, teilen. Dieses Teilen, das ist dieses Generieren von Energie, dieses zur Verfügung stellen unserer eigenen Heilung, dass andere davon profitieren können, dürfen. Das ist eins der allerwichtigsten Aspekte, die ich im Laufe meiner Arbeit festgestellt habe, dass es de facto tatsächlich nur darum geht, dass wir uns erlauben, unsere eigene Heilung sichtbar zu machen und diese teilen und somit eben diesen Effekt anstoßen, andere Menschen zu berühren, andere Menschen zu erheben in ihre Wahrheit und in ihre Göttlichkeit. Aber wenn wir das im kleinen, stillen Kämmerchen für uns machen, dann ist es nicht nur, dass der Effekt für uns im Kämmerchen ist und nicht in die große, weite Welt der unendlichen Möglichkeiten rausgehen kann, sondern es ist auch so, dass der Effekt an sich im Kämmerchen bleibt. Deswegen ist es so wichtig, uns hier diesen Mindset zu geben und diese Erlaubnis zu geben und zu sagen, meine Reise zur Göttlichkeit mache ich im Dienst der Gemeinschaft, der Allgemeinheit, im Dienst aller göttlichen Wesen, die hier auf der Welt sind. Und so ist es mir ein Anliegen, hier offen und sichtbar zu sein, während ich immer weiter und weiter transformiere. Es ist ja eine Reise, die ich antrete, die aber kein Ziel hat, sondern es hat den Ziel, dass jeder göttliche Moment noch göttlicher und noch schöner für mich wird. Und während ich diese Schönheit, diesen Genuss, dieses Tantra mit der Welt teile, entfalte ich meine göttliche Wirkung und es ist einfach mein Auftrag. Es ist, warum ich hierher gekommen bin, um diese Reise zu meinem göttlichen Selbst, zu meinem göttlichen Sein anzutreten. Und hier geht es nicht um Perfektion, hier geht es nicht um Angekommensein, sondern hier geht es um eine kontinuierliche Erhöhung in eine unendlich hohe Frequenz, von der wir noch nicht mal wissen, wie sie sich anfühlt. Wir wissen, dass es sich anfühlt wie göttliche Liebe, wie bedingungslose Liebe. Aber unser Körper kennt nur so einen munzi kleinen Teil von diesem möglichen Gefühl, das für uns zur Verfügung steht. Und deswegen auch diese tantrische Reise, oder? Das ist wirklich so eine wunderbare analogische Analogie. Und ich bewerte dieses Wort Money und Geld einfach gleich stehend wie mit Fülle, Erfülltheit, Reichtum, Göttlichkeit. Ich gebe dem Symbol Geld das, wofür es eigentlich stehen sollte in dieser Welt, nämlich als absoluten göttlichen Energieaustausch. Ja, Austausch. Auch nicht unbedingt Ausgleich, sondern Austausch. Und der kann auf ganz verschiedenem Niveau stattfinden, dieser göttliche Energieaustausch. Und auf welchem Niveau dieser göttliche Energieaustausch stattfindet, entscheide ich. Ich entscheide das jeden Moment. Und dann bin ich ein absolut souveränes Wesen, das göttliche Liebe, göttliche Energie
generiert und kreiert und dafür im Austausch göttliches Geld für sein göttliches Sein, für seine Entfaltung und Ausbreitung auf diesem Erdboden, auf diesem Planet ermöglicht. Und je mehr und mehr ich weiß, dass es so ist, und je mehr und mehr mein Herz weiß, dass Geld einfach nur der Beweis oder das im Außen gezeigte, gesehene ist, was ich bewirke und erlaube, anderen auch zu bewirken, dann haben wir ein super cooles Level auf göttlichem Austausch und schmeißen uns die symbolische Geld-Goldkugel voll strahlenden Sonnenschein und göttlicher Liebe und Präsenz einfach nur hin und her und freuen uns über jegliche Möglichkeit, wo dieser Austausch, dieses Geben und dieses Nehmen mit diesem göttlichen Symbol Geld stattfinden kann. Genau. Und je mehr und mehr das in jede meine Zelle dieses Wissen geht, je mehr und mehr traue ich mich, mich auszudehnen und endlich meine Wirkung zu entfalten, für die ich hier bin. Ja? Stell dir eine Blume vor, irgendeine stark riechende Blume, eine wunderschöne Blume, eine Jasmin. Jasmin riecht ja super intensiv. Und dieser Duft, dieser Jasminblüte, wow, der soll sich entfalten. Und stell euch vor, diese Jasminblüte steht nur in einem Zimmerchen, ganz, ganz alleine und riecht so göttlich wunderbar vor sich hin. Und ab und zu mal macht einer die Tür auf und schnüffelt hin. Aber wenn diese Jasminblüte jetzt ein Bewusstsein hätte und sich selbst bewegen könnte, dann würde sie dorthin gehen, wo sie möglichst viele Leute erreicht und berührt und mit ihrem Duft betört. Das war jetzt gerade so eine Analogie, die mir kam. Aber das kann man sich so schön vorstellen, dass das einfach, wir sind diese Jasmin oder diese Lotus. Lotus riecht, glaube ich, auch sehr gut. Blüte, die sich öffnet und sich zugänglich macht. Sich zugänglich macht für so vieles, was da draußen ist. Ja, ihr Lieben, ist noch jemand da mit einer Frage? Ich habe hier jetzt extra meine Kommentare super sichtbar auf dem PC. Wenn nicht, dann könnt ihr entweder jetzt noch anfangen, das schnell einzutippen oder mir zuhören bei diesem göttlichen Angebot, das ich euch zu machen habe. Und zwar geht es wirklich darum, um eine 8-wöchige Reise jetzt noch bis zum Ende des Jahres, November, Dezember, 2 Monate. Dieses 2020, super Claudia, ich komme nachher gleich. Dieses 2020 zu dem Sprungbrett, diesem Sprungbrett in dein neues Leben, für das du hierher gekommen bist, das wirklich, wirklich für dich gedacht ist, wenn du dich von all diesen Verstrickungen, Verklettungen, Überzeugungen über dein Leben, über dich und über deine Person, über die Regeln des Lebens gelöst hast, kommt ein Leben für dich raus, das wirklich, wirklich für dich gedacht ist. Und zwar in absoluter Liebe, Bedingungslosigkeit, Leichtigkeit, Fülle und Reichtum. Und so ein Leben in dieser Qualität ist die Idee gewesen, mit dem wir hier auf Erden gekommen sind und all diese Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, in Liebe und Leichtigkeit zu nutzen, um mehr Göttlichkeit hier zu kreieren. Das ist die Idee, die göttliche Idee für unser Sein hier. Ich bin mir ganz, ganz sicher, weil alles andere fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht richtig an, fühlt sich schlecht an. Und deswegen mache ich euch dieses Angebot. Divine Money kostet normalerweise 3.000 Euro. Und ist ein 8-wöchiges Programm, jede Woche ein Call, Austausch und Unterstützung in der Facebook-Gruppe, wo ich jeden einzelnen Teilnehmer dazu bringe, sein eigener Heiler zu werden und diesen heilenden Raum erschaffe, alle Themen in die göttliche Ordnung zu transformieren. Und das tue ich nicht für dich, aber ich eröffne den Raum, in dem du es selber kannst und lernst, es für andere zu tun. Und darum geht es mir. Darum geht es mir, den Heiler in dir, in jedem von uns zu entdecken und nicht zu denken, ich muss mit Hands on jemanden heilen. Nein, zu verstehen, wie es geht, einen heilenden Raum, einen bedingungslos liebenden Raum für andere zu eröffnen, wo Heilung entstehen kann und wird. Aber es hat nichts mit einem selber zu tun,
mit mir Patricia Denner als Heilerin, sondern mit mir Patricia Denner, die diesen Raum eröffnet und zur Verfügung stellt, in dem jeder seinen eigenen Heiler entdecken kann und damit die Welt heilt. Und dieses Programm gebe ich dir, wenn du es buchst, bis zum Sonntag für 1500 Euro. Und was ist da drin? Alles, was da drin ist, hat einen Wert von 2067 Euro. Und zwar packe ich da noch mit rein ein Kongresspaket für Heilung in der neuen Zeit Premium. 15 Vorträge, 10 Workshops, alles live, alles aufgezeichnet. Plus Expertendiskussionsrunde, das ganze Package hat einen Wert von 569 Euro. Ich packe dir noch 2 CAP Kundalini Activation Prozess Sessions rein, Wert 100 Euro. Und ich packe dir noch 2x Divine Healing, das sind 4 Sessions, mit einem Wert von 1298 Euro rein. Und wenn du nur das konsumierst, ohne mein Coaching 8 Wochen lang, ohne meine Unterstützung 8 Wochen lang, hast du schon einen Wert von 2067 Euro für dich generiert. So, wie geil ist das denn? Also, du zahlst 1500 Euro, hast ein 4 Wochen super intensiv Coaching, löst all deine Themen auf, erlaubst dir den Geldfluss, den du brauchst für dein wahres göttliches Wirken auf dieser Erde und die Schönheit des Lebens, die Leichtigkeit, die Annehmlichkeiten des Lebens, die dir Geld ermöglichen. Und gleichzeitig wirst du diesen Heiler, diese Heilerin in dir entdecken, die es dir erlaubt, für andere auf deine Art und Weise den heiligen Raum zu eröffnen. Und das Schöne ist, wenn du dort eintrittst, du trittst in eine Welt, in Sphären ein, von denen du gar nicht glaubst, dass sie möglich sind. Und zum Beispiel dieses Heilen, dieses Heiligsein, diese heiligen Räume, diese Klarheit ist mir eben auch in einer heiligen Session gekommen, die ich selber für mich genossen habe, wo ich die klare Nachricht bekommen habe, du darfst heilig sein, eröffne heilige Räume. Okay, was heißt denn das? Oder weil wir immer so diese Worte, die uns kommen, die sind ja erstmal belegt. Wir müssen die ja erstmal klären und klar machen und reinmachen. Sagen, heiliger Raum, hä? Oder der normale Verstand wird sagen, what für ein Bullshit ist das Gelaber? Aber da reinzugehen und die wahre Nachricht, die Message dahinter zu erkennen, das erwartet so viel Bedingungslosigkeit und Offenheit von einem selbst, um dann zu erkennen, ja genau, das ist ja richtig, das will ich ja, das spüre ich ja, das fühle ich ja so fest. Und das ist so wunderbar, wenn es immer mehr und mehr passieren darf, nur weil du es zulässt, passiert es. Und in allen Programmen, die ich bis jetzt gehabt habe, ist es immer mehr und mehr passiert und es ist so viel mehr passiert, als ich mir jemals erträumen habe lassen, insbesondere, weil ich so viel mehr einfach nur zugelassen habe in diesem heiligen Raum und weil ich mein Ego und mein Sein so viel mehr immer dort rausgenommen habe. Und das ist einfach so eine wunderschöne Erfahrung, die so viele Frauen schon teilen durften und die ich ganz vielen Menschen jetzt ermöglichen möchte. Und deswegen buche wirklich bis zum Sonntag für 1500 Euro das Divine Money Programm und bekomme schon allein an Boni einen Mehrwert, der mehr wert ist, als du bezahlt hast. Und mach dich auf diese Reise und ich ermögliche dir sogar noch Ratenzahlung für dieses Programm. Entweder bezahlst du 3x550 Euro oder 4x440 Euro. Und ich schwöre dir, du kannst es dir möglich machen. Ich schwöre, du findest einen Weg, diesen Weg für dich zu gehen und deinen Weg zu eröffnen. Und das ist so ein grandioses Angebot. Und ab dem Montag, ich glaube am Mittag, mache ich es dann zum Normalpreis und selbst dann für 2067 Euro Boni und dann für ein 2 Wochen Coaching, für 2 Monate Coaching irgendwie die Differenz von nicht mal 950 Euro zu zahlen. Hallo? Und das ist mein Divine Angebot für deine göttliche Reise zu dir selber, die du hier bist, die du das Video jetzt hörst, die du das vielleicht in der Aufzeichnung hörst. Ich finde es der Hammer. Und
ich freue mich, dass ich auf diese Art und Weise ganz, ganz vielen Menschen möglich gemacht habe, mitzureisen und ihre eigene, in unserem Raum, in unserem gemeinsamen Raum, ihre eigene Reise in komplett göttlichem Schutz anzutreten und ja, durchzugehen, zu reisen. So, ihr Lieben, das war dann mal gesagt. Jetzt habe ich hier noch eine Frage. Was kann ich konkret tun, um meine Beziehung zu Geld und Reichtum in einer tantrischen zu einer tantrischen hochschwingenden Beziehung zu machen? Ja, das ist genau das, oder das braucht ein bisschen Zeit. Erstens mal alle Glaubenssätze und Definitionen und Überzeugungen, die du jemals über Geld gehabt hast, gehört hast, gesehen hast, gespürt hast, erlebt hast, umzukehren in die göttliche Wahrheit, was Geld wirklich ist, was ich vorher am Anfang von dem Video gesagt habe, dass Geld einfach ein Symbol deines göttlichen Seins sein darf und dir dann die Erlaubnis weiterhin zu geben, aus diesem Wissen heraus diese Beziehung weiterzuspinnen, zu vertiefen mit diesem göttlichen Geld, mit diesem göttlichen Symbol, das du in dein Leben einlädst. Und dass du bereit bist zu empfangen und für das bereit bist, du zu scheinen, weil es dich so sehr liebt. Und das alles ist natürlich Übungssache. Und genau aus diesem Grund wäre eben für dich dieses Divine Money auch ein ganz tolles Programm, weil du, weil du 2 Monate tatsächlich tief übst, dich mit diesen Behinderungen, die dir diese hochschwingende göttliche Beziehung erlauben, auseinandersetzt und sie korrigierst, und zwar so lange korrigierst, bis dein Verstand es zulässt, dein Herz und dein Verstand im Einklang sind mit der neuen Vorstellung über Geld und dir dann erlaubt, diese wunderbare, hochschwingende, göttliche Beziehung mit Geld überhaupt einzugehen. Weil überleg dir mal, deine Mutter sagt, der Matthias von nebenan, das ist ein ganz, ganz böser Junge. Und wenn du dich tief mit ihm einlässt und wenn du zu viel mit ihm zu tun hast, zu viel mit ihm spielst, dann passiert was ganz Böses und ich will dich dafür schützen. Und wenn ich dich nicht schützen kann, verbiete ich dir, mit dem Matthias so viel Zeit zu verbringen, weil der Matthias ist ganz schlecht. So, jetzt ist es die Vorstellung der Mama von dem Matthias, weil sie vielleicht irgendwann mal gehört hat über den Matthias oder der Matthias vielleicht mal was Böses gemacht hat und sie möchte nicht, dass du mit diesem Matthias zu tun hast. Was glaubst du? Wie schwer ist es für dich, eine liebende Beziehung mit diesem Matthias einzugehen und den Matthias zu heiraten vielleicht sogar, obwohl du ihn eigentlich so gerne in deinem Leben hättest und obwohl du ihn ganz, ganz toll findest und was er dir ermöglichen könnte und du hast ganz wunderbare Vorstellungen über diese potenzielle Beziehung mit dem Matthias. Aber das, was dir deine Mutter gesagt hat und wie sie dir mit Strafe gedroht hat und wie sie dir alles Böse und Schlechte über diesen Matthias erzählt hat, wird dir nie erlauben, diese göttliche Liebesbeziehung mit diesem Matthias einzugehen. Und dich da darüber nicht nur hinwegzusetzen, sondern alles das, was die Mama gesagt hat, in eine liebende Perspektive zu setzen, nicht die Mama auch noch abzulehnen, sondern alles in dir in Liebe zu integrieren, sodass du deine Wunschliebesbeziehung mit dem Matthias dir erlaubst zu leben, zu präsentieren und konkret auszuleben und zu dokumentieren und die Mama gleichzeitig auch noch ein Teil eurer Beziehung ist und mit euch die Liebe feiert. Darum geht's, ja? Darum geht's. Und ich habe das mal jetzt in diese Analogie gepackt, damit du merkst, wie viel da dran hängt, ja, an so einer Beziehung und wie viel da doch zu bereinigen und in Klarheit und göttliche Balance zu bringen ist und wie oft der Verstand und dein Unterbewusstsein als Schützer noch einschreiten wird, weil er sich nicht vorstellen kann, dass du und der Matthias eine langlebige und treue und liebevolle Beziehung eingehen könnt, wo du geliebt, getragen und unterstützt wirst. Verstehst du? Und solche Dinge zu kehren und wenn das Schöne ist, wenn du gelernt hast, eben dieses zu kehren oder gelernt hast, anhand einer anderen Beziehung diese Beziehung zu kehren, zu umkehren, in die göttliche Ordnung zu bringen, gleichzeitig lernst du, wie du eben diese Beziehung zu Geld in Ordnung bringst. Und wenn du diese Beziehung in Geld in Ordnung bringst, hast du eben nachher wirklich
den Effekt, dass all deine Beziehungen in liebende, göttliche, bedingungslose Beziehungen transformiert werden, die du aus ganzem Herzen, aus ganzem tantrischen Gefühl heraus feiern und lieben darfst. Ja, das ist doch schon mal eine ganz gute Antwort, würde ich ja sagen. Dann haben wir hier noch, wie kann ich in den göttlichen Frieden mit meinem Körper, Geld, Beziehung kommen, ohne ihn leiden zu spüren und glauben, ich mache es doch nicht richtig, sonst wäre es ja alles heil- und symptomfrei. Das ist eben genau die Katze, die sich versucht, selber am Schwanz zu packen. Und der Schwanz hier sind die Symptome. Wenn ich mich als symptomfrei und heil interpretiere, egal was mein Körper gerade spürt, egal was mein Kopf gerade denkt, aber die Interpretation, gerne Claudia, die Interpretation, die ich habe, die sagt, wie EFT, auch wenn mein Körper gerade Schmerzen hat oder auch wenn mein Körper gerade eingeschränkt ist, weiß ich dennoch, dass ich als göttliches Wesen in Wahrheit perfekt und heil bin. Weiß ich dennoch, dass ich als göttliches Wesen in Wahrheit in absoluter Fülle bin und getragen und geführt werde? Weiß ich dennoch, dass diese Symptome eine Manifestation meiner vergangenen Ängste, Vorstellungen und Glaubenssätze sind, die ich jetzt gerade noch spüre? Wenn ich aber immer wieder diese Korrektur einleite in die göttliche Wahrheit und immer wieder drei Argumente, sage ich mal, für jedes Argument, das hier mein Körper produziert und sagt, schau mal, wie weh das tut, schau mal diesen Schmerz, schau mal, das kannst du nicht machen, und du jedes Mal die Opposition wieder ergreifst und diese Falschheit, diese falsche Überzeugung ins rechte Licht, in die Wahrheit rückst, wenn du das kontinuierlich tust, dann wird irgendwann mal dir deine Manifestation, sei es dein Außen oder sei es die Manifestation deines Körpers, diese göttliche Wahrheit widerspiegeln. Es geht darum, wirklich dran zu bleiben, kontinuierlich und sich nicht mehr abbringen zu lassen von den alten Wahrheiten und Überzeugungen, die im Körper noch gespeichert sind, solange einfach diese neue, das neue göttliche Wissen noch nicht 100% implementiert ist. Und deswegen ist die Reise eine Reise, die geht immer tiefer und tiefer und sie wird immer klarer und klarer, sie wird immer freier und freier, sie wird immer leichter und leichter. Und wie leicht kann es denn noch werden? Wie frei kann es doch denn noch werden? Wie schön kann es noch werden? Wie beglückend kann es noch werden? Das ist nur die einzige Frage, die du stellen musst, weil die Antwort kannst du nicht kennen. Du weißt nur, da ist immer mehr und mehr noch möglich. Da ist immer mehr und mehr noch drin für dich. In all deinen Wünschen, in all deinen Träumen ist immer noch so viel mehr möglich. Und es geht darum, dich, ja, Beharrlichkeit, genau dich dazu zu machen, zu einem Wesen, das weiß, ich bin da, um nach mehr zu streben. Ja, das sind ja auch solche Glaubenssätze, die dann heißen, ja, du bist gierig, du bist ein Nimmersatt und was weiß ich nicht, was wir gesagt bekommen, aber die Wahrheit ist, wir sind hier da, um nach mehr zu streben und mehr zu kreieren für uns und andere. Und jedes Mal, wo wir für uns mehr kreieren, für uns mehr Möglichkeiten, für uns mehr Glaube, für uns mehr Wissen, für uns mehr Göttlichkeit kreieren, kreieren wir es für die anderen mit. Das ist doch so wunderschön und wir wünschen uns das ja, die Dinge zu teilen, das Schöne zu teilen. Wir wollen ja nicht alleine reisen und dazu müssen wir alles aus dem Weg räumen, was uns entgegensteht, was uns behindert, was uns noch zurückhält, in dieses großartige Teilen zu gehen. Es ist uns nicht anerzogen worden, wir haben es nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, dass es so gut, wichtig und richtig ist, das Göttliche, das Freudige, das Schöne, das Schwebende, das Glitzernde, einfach das Wunderbare zu teilen. Weil wie kann ich es teilen? Es hungern ja so viele Menschen. Es leiden ja so viele Menschen. Es sind ja so viele Menschen, sie haben nicht genug zum Leben und zum Essen. Aber warum ist das so? Es ist nur so lange so, dass ich glaube, dass die Menschen in einer Begrenzung leben. Solange ich glaube, dass nicht die Göttlichkeit, die göttliche Fülle, die göttliche Freude, die göttliche Leichtigkeit, die göttliche Versorgung, die göttliche Getragenheit für jeden da ist und jeder nur das Ja sagen muss, das Ja, ja, ich bin bereit anzunehmen, diese Hilfe, diese Unterstützung,
diese Liebe. Ich bin hier. Ich muss nicht sehen. Ich muss mich nicht mehr im Außen reflektieren. Ich muss mich nicht mehr in den alten Stories reflektieren. Ich muss mich nicht mehr in den alten Stories der anderen Menschen reflektieren, sondern ich bin hier und ich kreiere neu. Weil ich weiß, dass ich hier bin, um Neues, Großartiges zu kreieren und nicht Altes, Niederschwingendes, Böses, Hässliches, Leidendes zu rekreieren. Ich steige heraus, ich erhöhe mich zu dem, was ich wirklich bin, ich trete in meine komplette göttliche Schöpferkraft und ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal an, an irgendeinem Punkt fange ich an. Und deswegen, es ist so, so wichtig und deswegen mache ich dir dieses grandiose Angebot, anzufangen, auf die Reise mitzukommen, dir das zu ermöglichen, dir es wert zu sein, im Nachhinein für dich selber zu erkennen, was diese Investition in dich in Form von Geld, in Form von Liebe für mich, für meine Energie, für meine Arbeit, für meine Vision, die du mir gibst, wo es für dich wieder noch mehr und mehr und mehr und mehr kreiert. Ja? Weil das, was du mir an Liebe gibst, eröffnet dir den Raum, für dich auch wieder zu empfangen. Und es geht nicht darum, wo und wie und von wem. Es geht nur darum, ich bin bereit, ich nehme an und ich bin bereit zu geben. Das ist wie atmen. Ich bin bereit einzuatmen, ich bin bereit auszuatmen. Es ist unendliche Fülle da, wenn ich bereit bin, diesen Kreislauf in Gang zu setzen und anzufangen, bewusst einatmen und bewusst auszuatmen und bewusst zu sein, bewusst zu kreieren, bewusst zu schaffen, aus meiner göttlichen Wahrheit heraus. Was nichts mit meinem Ego zu tun hat, was nichts mit meinem Namen zu tun hat, nichts mit meiner Adresse zu tun hat, nichts mit meinem Make-up zu tun hat, nichts mit meiner Bodyshape zu tun hat. Es hat einfach mit meiner göttlichen Herkunft zu tun und mit der Idee, mit der ich hierher gekommen bin. Genau. Und jetzt könnte ich noch 100 Stunden weiterreden. Aber mir ist es einfach so, so wichtig, dass du dir überlegst, ob dieses Angebot etwas für dich ist. Ich werde es unten in den Kommentaren oder Bemerkungen posten für YouTube, die es nachher auf YouTube sehen. Es ist unten in der Beschreibung. Melde dich bis Sonntag an. Melde dich mit einem der Finanzierungspläne an. Es ist ganz, ganz leicht. Ich werde dir alle Informationen geben. Und sei einfach dabei. Und die meine VIP-Ladies, die kriegen natürlich auch alles. Die sind ja eh schon dabei. Und freut euch auf meine VIP-Ladies. Wenn ihr die kennenlernen dürft, die sind so, so großartig und schon alleine nur, dass diese Damen bei euch mit im Raum sind, müsst ihr euch den Ansporn geben, ich will auch da dabei sein, ich will dabei sein in diesem wunderbaren Raum, den wir erschaffen und du kommst einfach rein, wir laden dich ein und du reist mit uns ein Stückchen mit und hinterher, wer weiß, dann bist du an einem ganz anderen Ort, du musst gar nicht wissen, wo du dann weitergehst. Du wirst es wissen, wenn du angekommen bist nach diesen 2 Monaten. Ja, ihr Lieben, ich liebe es, mit euch zu sprechen. Ich liebe es, diese Göttlichkeit durch mich durchfließen zu lassen und in Form von Worten euch zu präsentieren. Es erfüllt mich grandios und es ist nichts schöner, als zu sehen, wie auch ihr lernt, das zu tun und eure Göttlichkeit rauszuscheinen zu lassen, wie diese Blüte. In diesem Sinne, kontaktiert mich, wenn ihr Ratenzahlung haben wollt, wenn ihr es gleich buchen wollt, einmal zahlen, Pam, kriegt ihr den Link und ich freue mich auf alle, die mitreisen, diesen letzten 2 wunderbaren Monaten, dieses transformierenden Jahr 2020. 2020 hat die Geschichte verändert und wir haben erst angefangen, die Geschichte zu verändern. Am Ende von 2020 seid ihr neu, ist unsere Welt neu, ist alles neu. Und ich freue mich so. Es ist einfach nur schön. Danke für die Herzchen, ihr Lieben. Bis dann, bis bald. Viele sehe ich ja schon bald. Tschüss.